Hallo zusammen. Heute geht's endlich mal weiter mit unserem DeFi-Portfolio auf Polygon-Basis. Und ich war jetzt 3 Wochen weg. Bevor ich gefahren bin, habe ich ja noch eine größere Baustelle hinterlassen. Und zwar eigentlich die Frage, was machen wir denn jetzt mit unseren Stablecoins? Denn die Stablecoins, die hatte ich bei SushiSwap geparkt, weil ich damals dachte, es wären 80% APY. Das ist jetzt schon so 5-6 Wochen her. Und es war aber eigentlich nur ein Anzeigefehler auf der Webseite von SushiSwap. In Wirklichkeit waren es eher so 4-8% APY. Und das hat sich auch nicht verändert. Das heißt, unsere Stablecoins liegen jetzt bei SushiSwap rum, werfen nicht allzu viel Reward ab. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Und darum kümmern wir uns heute einfach mal. Schauen wir doch mal direkt rein in den aktuellen Stand. Wie sieht's aus? Also wir haben hier in unserem Wallet, das hier ist bei D-Bank, also die Ansicht auf unser DeFi-Portfolio. Wir haben hier in unserem Wallet zurzeit unter anderem WMATIC und Sushi-Tokens. WMATIC im Wert von $6 und Sushi-Tokens im Wert von $0. Das sind 0,0432 Sushi, also ist der Wert wahrscheinlich größer als 0, aber so klein, dass er hier als 0 angezeigt wird. Und das hier, das sind tatsächlich die Rewards aus dem Yield Farming der Stablecoins in den letzten 6 Wochen, würde ich schätzen. Und das ist natürlich echt müde. Zumal wir haben jetzt zurzeit eine Einlage bei SushiSwap von $172. Das kann man also hier sehen. In einem Pool USDC und DAI. Und diese $172, wir haben aber nicht die ganzen $6 abgeworfen. Das wäre ja noch eine ganz ordentliche APY aufs Jahr gerechnet, sondern wir hatten ursprünglich $500 da drin. Und ich nehme an, dass der Großteil dieser Rewards hier aus der Anfangszeit kommt, wo wir noch $500 da eingelegt hatten. Das ist also jetzt, das sind die WMATIC und die Sushi, die sind noch weniger, die sind eigentlich fast gar nichts wert und da ist eigentlich auch nicht damit zu rechnen, dass sie jemals wirklich was wert werden, weil dann müsste sich ja quasi der Sushi-Token schon auf vielleicht $700 entwickeln oder so und dann hätte man hier vielleicht ein paar Euro. Also das Ganze hat es nicht gebracht und das war eigentlich auch jetzt die ganzen letzten Wochen klar. Wir haben aber uns erstmal um ganz andere Sachen gekümmert. Unter anderem ging es nämlich darum, vor dem Urlaub, und das habe ich jetzt auch ganz bewusst so gemacht, damit ihr auch wisst, wie ihr mit eurem Portfolio umgeht, wenn ihr irgendwie mal im Urlaub seid und euch nicht um die Kurse kümmern wollt, dann ist natürlich das größte Risiko die Position bei Aave in unserem Portfolio, denn wir haben etwas geliehen, nämlich USDT. Dafür haben wir eine Einlage gemacht und wenn die Einlage im Wert sinkt, dann droht eine Liquidierung. Denn wenn die Matic-Tokens, der Wert der Matic-Tokens nicht mehr ausreicht, um die Entnahme zu besichern, dann liquidiert die Plattform unsere Position bzw. verkauft die Hälfte der WMATIC-Tokens, die wir eingelegt haben, um dann quasi hier die Schulden zu reduzieren. Und um das zu verhindern, habe ich vor dem Urlaub eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen. Und zwar habe ich ungefähr denselben Wert, den ich an Tether, USDT, entnommen habe, eingelegt in Form von USDC. Die Einlage habe ich genommen aus meiner eisernen Reserve. Das ist immer wichtig bei einem DeFi-Portfolio, dass man noch ein bisschen was im Rücken hat, mit dem man solche riskanten Positionen gegebenenfalls ausbellen kann, wenn die Sache zu heiß wird. Und diese ganze Geschichte, die habe ich genutzt. Ich habe also einfach irgendwie meine eiserne Reserve genommen, habe daraus dann USDC entnommen und habe diese USDC eingelegt bei Aave, um das abzusichern. Und man sieht dadurch, dass dass die Einlage und die Entnahme ungefähr gleich hoch sind, muss schon ganz schön viel passieren, dass der Matic-Token so weit sinkt, dass diese Gesamtsumme hier nicht mehr ausreicht, um das hier zu besichern. Da hätte sich der Matic-Token wahrscheinlich schon mal um 75% oder so verringern müssen. Er hätte um 75% fallen müssen, damit das passiert. Wir wären also dann so ungefähr bei einem Wert von $500. Das würde dann einem Kurs von 30, 40 Cent oder so entsprechen. Und ich habe einfach mal gesagt vor meinem Urlaub, also so schlimm wird es nicht kommen. 30, 40 Cent, wir waren bei $1,10 damals. Das glaube ich nicht, dass das passiert. So, das Ganze hat also ganz gut funktioniert. Ich hatte meine Ruhe im Urlaub. Es ist tatsächlich richtig viel passiert auf dem Markt. Schauen wir doch einfach mal. Ich glaube, ich habe auch den Chart hier. Das letzte Video war am 2.7. Das ist heute. Damals war der Kurs bei $1,08 und jetzt ist der bei
89 oder 90 Cent. Aber zwischendurch ist der Matic-Token tatsächlich auf 64 Cent gefallen. Er hat also so die 63 Cent angekratzt und dann ab dann ging es wieder hoch. Aber hier in dieser Phase war natürlich überhaupt nicht klar, wo irgendwie der Boden sein würde. Und das Ganze, diese Sicherheitsmaßnahme, die ich gemacht habe, hat mir im Prinzip erspart, hier im Urlaub zu bangen, dass irgendwie, wie weit fällt es noch, hoffentlich werde ich nicht liquidiert, womöglich sogar noch schnell mein Wallet rausholen und irgendwas absichern und so. Das musste ich alles nicht. Durch die Sicherheitsmaßnahme konnte ich mir das ganze Spiel in aller Ruhe anschauen und dann also mich jetzt darum kümmern, wenn ich wieder da bin. So, das Ganze ist runtergegangen auf 64 Cent, das ist jetzt ungefähr eine Woche her. Die Frage ist, was ist da passiert, wie kommt das Ganze? Und das liegt nicht etwa daran, dass mit Polygon selber irgendetwas war, sondern das war der Gesamtmarkt. Schauen wir einfach mal den Bitcoin-Chart aus dieser Zeit an. Und der Bitcoin, der sieht nämlich sehr ähnlich aus. Ich gehe mal hier auf den 2. Juli, ziehe das Ganze auf bis heute. Und da haben wir also angefangen bei ungefähr 34.000. Das Ganze ist hochgegangen auf die 36.000 sogar. Und dann irgendwann, jetzt letzte Woche, ist das von 32.000, ist der Bitcoin von 32.000 Dollar auf knapp unter 30.000, so bei 29.000 gefallen. In dieser Zeit hier, in diesem Zeitraum vom 19. Juli bis zum 20. Juli, also in 2 Tagen. Woran liegt das Ganze? Ja, jetzt habe ich mir die Seite verschlagen. Ich rufe das Ganze nochmal auf. Was ist hier in dieser Zeit passiert? In der Zeit ist hat es zum einen, das haben viele gesagt, dass es daran lag, eine Meldung von der EU gegeben, von einer Regulierungsbehörde in der EU, die gesagt hat, wir verbieten anonyme Krypto-Wallets komplett. Und da war die Frage, was sind jetzt anonyme Krypto-Wallets? Und es ist ganz klar, zum Beispiel unser MetaMask ist anonym, Exodus-Wallet. Eigentlich jedes Wallet, das man selber bedient, ist anonym, weil es ist ja kein Name dran. Ich habe hier beim Einstellen nirgendwo meinen Namen eingetragen. Der ist nirgendwo registriert. Das hätte also geheißen, dass die EU vorhat, in einer Geldwäsche, Anti-Geldwäsche-Richtlinie alle Wallets zu verbieten. Und das ging rum und das hat dazu geführt, dass tatsächlich auch der Bitcoin gedumpt ist. Das ist so die eine Möglichkeit. Und dazu muss man dann sagen, das war ja irgendwie in Wirklichkeit eine Ente, weil die in Wirklichkeit ging es darum, sowas Ähnliches wie die Travel Rule, die in Amerika gilt, einzuführen. Das heißt also, die Börsen und die Banken und diejenigen, die Kryptowährungen professionell aufbewahren für Dritte, also Service Provider, ganz allgemein gesagt, werden demnächst verpflichtet sein, quasi die Herkunft der Assets, die bei ihnen eingehen, zu klären. Und das ist eigentlich schon nervig genug, aber es ist tatsächlich überhaupt nicht so, dass hier irgendwie Krypto-Wallets verboten werden, sondern es ist mehr so, dass eine neue Know-Your-Customer-Regel oder eine neue Anti-Money-Laundering-Regel in der EU eingeführt wird, bald. Das heißt, es ist jetzt ein Gesetzes Entwurf oder ein Vorschlag entstanden, der muss aber erst noch beschlossen werden. Bald heißt bei der EU unter Umständen in 2 Jahren oder so. Also das Ganze war eigentlich eine Ente, hat dazu geführt, dass der ganze Markt gedumpt ist, haben zumindest viele gesagt. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ungefähr zum gleichen Zeitpunkt die Wall Street stark korrigiert hat, weil irgendwie neue Covid-Lockdowns und so weiter drohten und auch ganz allgemein schlechte Wirtschaftsaussichten und so. Und der Bitcoin verhält sich ja jetzt mehr oder weniger parallel und der ganze Kryptomarkt verhält sich dann mehr oder weniger parallel zum Bitcoin. Und das heißt also, dass auch Polygon, Matic gefallen ist im Kurs, das haben wir irgendwie abbekommen. Kurz darauf, ein, zwei Tage später, war dann die B-Word-Konferenz und die B-Word-Konferenz, das ist eine große Bitcoin-Konferenz, da ist dann in einer Diskussion, in einem Interview, Elon Musk auf Jack Dorsey, den Twitter-Gründer, irgendwie gestoßen und Elon hat wieder ein paar nette Sachen über Krypto gesagt und offenbar
reagiert der Markt dann ausgesprochen positiv. Alles steigt total. Zum Beispiel hat er irgendwie gesagt, dass Tesla, dass das Ziel, bei dem Tesla wieder Bitcoin akzeptieren wird, schon relativ nah ist, dass also Bitcoin wieder grüner geworden ist. Innerhalb von 2 Monaten muss man sich mal vorstellen, im Mai war es noch alles schlecht. Und jedenfalls, also man muss einfach akzeptieren, wenn Elon was sagt, dann bewegt sich eben auch der Kryptomarkt. Es muss man akzeptieren, dass der Markt auf diese Art und Weise manipulierbar ist. Ist halt so. Alles ist wieder hochgegangen. Das ist die aktuelle Marktsituation, in der wir sind. Dann, was fangen wir mit der ganzen Sache an? Wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem Yield Farming. Wir schauen mal, wo wir unsere Stablecoins unterbringen. Und da habe ich also jetzt mich entschieden für ApeSwap. ApeSwap ist ein DEX, den findet man auf Polygon unter app.apeswap.finance. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das vorher einstellt, dass hier das Matic Network steht, weil ApeSwap gibt es auch auf der Binance Smart Chain. Das ist, glaube ich, sogar derselbe Laden. Aber wenn man hier Binance Smart Chain eingestellt hat, dann landet man auf einer ganz anderen Seite. Wenn man dann zurück möchte auf Polygon, da wird es relativ kompliziert, das umzustellen. Also erst Polygon einstellen in MetaMask, dann auf app.apeswap.finance. Und da finden wir hier einen Pool, eine Yield Farm für speziell USDC und USDT. Quatsch, USDC und DAI. Es geht mir um USDC und DAI. Und diese Yield Farm, die finden wir hier unter Yield und dann USDC DAI. Und die bietet im Moment 20%. Und 20% ist relativ gut. Ich komme gleich nochmal darauf, warum das gut ist und warum wir nicht sehr viel mehr APY erwarten können zurzeit. Erstmal, wie geht das Ganze hier? Das ist der Pool USDC DAI. Hier sind noch schon ein paar Banana-Tokens, die ich harvesten kann. Das ist der Reward-Token Banana. Das liegt daran, dass ich hier heute schon mal war und das Ganze ausprobiert habe. Bei euch wird das dann, wenn ihr das jetzt nachmacht und noch nie auf ApeSwap wart, wird das eben null sein. Ist ja auch egal. Also hier 20% APY. Und ich muss hier also erstmal Liquidität in den Liquidity Pool bei ApeSwap einzahlen. Um das machen zu können, muss ich natürlich erstmal meine Position bei SushiSwap auflösen. Und das machen wir jetzt als allererstes. Sushi.com. Ich gehe auf die App. Gehe auf die Farms. Und hier ist meine Farm, wo ich drin bin, unter Your Farms. Klick das an. Und kann jetzt hier unstaken. Mache ich natürlich erst, wenn ich die Rewards abgeholt habe. Das habe ich auch heute schon mal vorher gemacht. Deshalb sind die Rewards hier mehr oder weniger null. Ich lasse das jetzt auch so stehen. Das lohnt nicht, hier diese paar Krümel abzuholen. Aber es ist wichtig, dass man erst die Rewards abholt, wenn man welche hat. Dann gebe ich hier bei unstake Maximum an, weil ich möchte ja meine Gesamtposition auflösen. So, jetzt lädt sich die Seite einfach so neu, ohne dass ich irgendwas machen kann. Ich denke, die kommt jetzt gleich nochmal wieder. Ich mache mal ein Reload. Klick hier drauf, gehe auf Maximum, Unstake, schicke die Transaktion ab. Und jetzt schaue ich hier erst nochmal, wie sieht es auf der Polygon Gas Station aus, also polygonguesstation.com. Und eine schnelle Transaktion braucht 21 Gwei, die schnellste 221. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach mal 30 Gwei bieten. Die Transaktion schicke ich ab. Genau, und dann habe ich meine LP-Tokens, die ich hier gestaked habe, abgeholt. Die sind jetzt in meinem Wallet. Aber ich muss aus den LP-Tokens auch wieder meine ursprüngliche Einlage machen. Also das heißt, ich gehe auf Pool, weil jetzt habe ich hier meine Liquiditätsprovider oder Liquidität-Pool-Tokens. Die werden hier angezeigt. USDC DAI, gehe auf Manage, gehe auf Remove, trage hier ein, ich möchte natürlich 100% wieder raus haben, dann bekomme ich hier 86 USDC und 86 DAI. Approve das mit einer Unterschrift. Confirm Withdrawal. Schick die Transaktion ab. Wieder mit den 30 Gwei. Und warte, bis diese Transaktion durch ist. So.
Dann nehme ich meine Assets, nämlich die DAI und die USDC. Die habe ich jetzt in meinem Wallet. Ich zeige das auch mal ganz kurz hier unter Assets. Hier sind die DAI, hier sind die USDC. Wenn ihr die nicht habt, also wenn die hier nicht angezeigt werden bei euch, dann müsst ihr über polygonscan.com erst die Tokens importieren in MetaMask. Das macht man folgendermaßen. USDC suche ich aus. Also ich möchte jetzt den USDC in MetaMask importieren. Ich suche den hier auf Polygonscan. Da habe ich ihn. USD-Coin, USDC ist ein blaues Häkchen dahinter. Das heißt, es ist sichergestellt, dass das der echte Smart Contract ist. Und diese Vertragsadresse hier, die brauche ich gleich, um das in MetaMask zu importieren. Aber erst muss ich warten, bis die Seite fertig geladen ist, weil dann kommt hier dieses Copy-Zeichen dahinter. Also wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, kommt das hier. Ich kopiere mir die Adresse, gehe in MetaMask auf Token hinzufügen, kopiere mir die Token-Vertragsadresse hier in dieses Feld ein. Und bei mir geht das jetzt nicht, weil ich habe den Token ja schon in meinem Wallet. Und wenn der noch nicht in dem Wallet wäre, dann stünde hier USDC und dann könnte ich hier mit weiter, mehrmals weiterklicken, diesen Token importieren. Und beim DAI ist es dann genauso. Den DAI kann ich auch suchen. Dann finde ich den hier, DAI Stablecoin mit dem blauen Häkchen, und rufe mir hier die Adresse auf und importiere die auch in MetaMask. So, also hier sind die Coins, die ich gerade abgeholt habe. DAI USDC. Und dann gehe ich eben zu ApeSwap. App.apeswap.finance. Zahle die Coins in einen Liquidity Pool ein. Das mache ich hier mit AddLiquidity. Suche die zwei Coins aus, DAI und USDC. Hier wird die Balance angezeigt. Klicke ich hier auf Maximum. Das heißt, ich möchte das Maximum einlegen. Moment, nochmal von vorne vernünftig. Klicke hier auf Maximum. Und wenn ich bei einer der beiden Tokens hier diese Meldung bekomme, Insufficient USDC Balance, dann heißt das, dass meine DAI mehr wert sind in US-Dollar als meine USDC. Deshalb ist der Wert nicht gleich. Dann klicke ich einfach bei dem anderen Asset auf Maximum und dann passt es, weil jetzt einfach der Teil von DAI genommen wird, der den USDC, die ich habe, entspricht. Ich füge das Ganze hinzu. Die Liquidität, Moment, 30 Gray Warns. Bekomme dafür die LP-Tokens. Das heißt also im Prinzip die Tokens, die meinen Anteil an diesem Liquiditätspool hier repräsentieren. Wenn die Transaktion gleich durchgelaufen ist, dann kann ich mit den LP-Tokens zu den Yield Farms gehen. Such mir die aus, USDC DAI, das ist die richtige Yield Farm. Und kann hier mit bei Stake auf Maximum klicken, dann werden meine LP-Tokens hier angezeigt. Das ist eine sehr, sehr kleine Zahl, das macht aber nichts. Die repräsentieren immer noch meine 172 Dollar, die ich hier einlege, auch wenn diese Zahl klein ist. Maximum, gehe auf Stake, zahle das Ganze ein. Und hole mir jetzt die 20% APY in Form von Banana Tokens und Matic Tokens. Und der Banana Token, das ist halt der Reward Token von ApeSwap. Gucken wir uns nochmal ganz kurz den Kurs vom Banana Token an. Hier ist der, also ich gehe auf CoinGecko, suche den hier raus. Unter ApeSwap Finance Banana finde ich den. Und dieser Token hat jetzt hier heute gerade mal so einen schönen Dump gemacht. Aber wenn man sich die Gesamtentwicklung anschaut, dann sieht der eigentlich jetzt ganz gut aus in der letzten Zeit. Das ist so die typische Kurve. Wenn man jetzt also auf quasi die Gesamtlebensdauer dieses Tokens schaut, dann ist das so diese typische Reward-Token-Kurve, die man so hat, nämlich einmal ein Pump am Anfang, dann ein dicker Dump.
Dann geht es noch mal ein bisschen hoch. Das ist so quasi jetzt die Preisfindungsphase hier. Und ab dann verringert sich der Wert des Tokens immer weiter, bis dann irgendwann irgend so ein Boden gefunden ist, wo man weiß, also der Token ist jetzt so an dem Punkt, weniger wird er nicht wert, weil es irgendein Utility gibt, irgendeine Wertschöpfung in dem Token, irgendein Grund, warum man es Nachfrage gibt nach dem Token, wie zum Beispiel irgendein Burn-Mechanismus, der quasi den Supply reduziert, oder irgendein Vesting-Mechanismus oder irgendwie eine Art Yield-Farm oder so, wo man den einsetzen kann. Und dann gewinnt der Token wieder ein bisschen an Wert und geht wieder hoch. Aber das heißt nicht, dass der jetzt immer weiter hochgeht. Das heißt auch nicht, dass der jetzt hier oben bleiben wird, sondern es kann genauso gut sein, dass der Token auch wieder schwankt, weil diese Reward-Tokens die sind auch sehr, sehr anfällig für große Veränderungen im Gesamtmarkt. Und so. Das kann uns aber auch relativ egal sein, weil wir haben ja jetzt hier Stablecoins bei ApeSwap eingelegt und diese Einlage USDC und DAI, die bleibt da im Wert stabil. Die können wir, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir werden immer ungefähr denselben Dollarwert rausholen, wie wir reingelegt haben. Nur die Rewards, die sind halt mal mehr und mal weniger wert. Die schwanken und davon hängt natürlich die APY ab, im Moment 20%, und das ist auch erstmal so okay. So, wenn man jetzt mal überlegt, in was für einer Marktphase sind wir gerade? Dann kann man auch so ein bisschen überlegen, warum sind die APY jetzt im Moment so niedrig? Also schauen wir einfach mal zum Beispiel bei DeFiRate.com. Bei DeFiRate.com kriegt man so eine Übersicht von beliebten Plattformen, wo man irgendwie Geld leihen kann. Und hier sind die Lending Rates und es gibt auch Borrowing Rates. Die sind immer ein bisschen höher. Also das heißt, wenn man Geld leiht, zahlt man etwas mehr APY, als wenn man irgendwie Geld verleiht. Und man sieht hier, diese APY, die sind relativ müde, vor allem bei den Stablecoins immer so einstellig. Und das ist natürlich die aktuelle Marktsituation, in der wir sind. Wir hatten im Mai so ein richtiges Market-Top. Bis dahin war ja auch eine bullische Phase. Jetzt sind wir ja mehr in so einer bärischen Phase. Wir wissen aber auch nicht genau, ist das jetzt irgendwie eine nachhaltige bärische Phase oder wird die irgendwie, wird es ab September wieder hochgehen? Und natürlich total klar, wenn also das Interesse an Krypto sinkt, dann sinkt auch das Interesse an Darlehen in Krypto, und die APY, die kommt ja letztendlich aus Darlehen, daher das Geld verliehen wird. Und wenn also die Nachfrage runtergeht, dann wird auch die Nachfrage nach Darlehen runtergehen, weil die Leute, die jetzt, also wofür braucht man Darlehen im Kryptobereich? Meistens für Leverage-Positionen, meistens also für Positionen, bei denen es darum geht, eine Hebelwirkung zu nutzen mit geliehenem Geld. Die Leute, die sowas machen, die leihen sich Geld, und wenn die Nachfrage danach sinkt, weil einfach viel weniger Marktteilnehmer da sind und viel geringeres, allgemein ein geringeres Interesse an Krypto da ist, dann werden auch quasi, dann wird die Nachfrage nach Darlehen im Kryptobereich runtergehen. Wenn die Nachfrage nach Darlehen runtergeht, dann werden die Zinsen sinken. Natürlich, das Ganze ist Angebot und Nachfrage, was Zinsen angeht, was Darlehen angeht. Denn die Zinsen müssen ja runtergehen, damit Darlehen attraktiver werden. Also das heißt, im Wettbewerb der Plattformen untereinander müssen die Plattformen attraktivere Zinsbedingungen bieten, damit die wenigen Marktteilnehmer, die sich Geld leihen, diese Plattformen auswählen. Und das heißt also sinkende Zinsen. Das ist die aktuelle Marktphase. Und jetzt kann man also mal ganz klar sagen, zurzeit ist es so, dass es sich eigentlich nicht lohnt, noch lange nach irgendwelchen höheren APY für Stablecoins zu suchen. Denn wir werden sicherlich nicht in dieser Marktphase APYs von 80, 90 oder sogar über 100% finden. Das ist ganz selten. Und wenn es das gibt, hat es meistens einen anderen Haken. Das heißt also, wir brauchen im Prinzip jetzt nicht mehr so viel Aufwand zu betreiben, die beste APY rauszusuchen. Es reicht, wenn wir irgendwo in so einem oberen 10er-Bereich sind. 20% ist schon ganz ordentlich. Wir können auch teilweise schon mal 30% finden. Aber um jetzt zwischen 20% und 30% irgendwelche APY zu finden, werden wir sehr, sehr viel Arbeit haben. Und diese Arbeit lohnt dann in der Regel nicht, weil auch diese 30% teilweise dann nicht mehr besonders nachhaltig sind. Das hält dann 2 Wochen, dann sind wir auch wieder unter 20%. Und so ist es also nicht sinnvoll, viel Zeit da rein zu investieren, sondern stattdessen, es ist viel sinnvoller, jetzt, wo wir in einer bärischen Marktphase sind, nach Kaufgelegenheiten zu suchen. Denn es gibt ja dieses Sprichwort, dieses Börsensprichwort, das besagt,
Bull markets can make you money. Bear markets can make you rich. Das heißt, jetzt sind wir in einer Marktphase, die eventuell die Möglichkeit bietet, reich zu werden, weil wir jetzt richtig, richtig günstig einkaufen, wenn wir nur die richtigen Assets richtigen Assets identifizieren. Und das ist jetzt im Grunde der nächste Job, den wir in unserem Polygon-Portfolio haben. Wir haben jetzt unsere Stablecoins versorgt, wir haben jetzt eine Farm gefunden, wo wir ein bisschen gute APY bekommen. Und ab jetzt lassen wir das einfach mal ein bisschen ruhen, beobachten natürlich die APY, schauen einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt, aber werden jetzt nicht, weil die APY von 20 auf 18% runtergeht, nochmal neu suchen, sondern wir werden eher nach Kaufgelegenheiten suchen und darum wird es dann in meinem nächsten Video gehen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, alles Gute und viel Spaß.